Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Dann lasst uns mal weiter den Berg besteigen. Mal gucken, hier erwartet uns schon mal wieder ein Händler und solche Fliege wieder. Vielleicht droppst du mal so einen Resonanzkristall oder Eiskristall oder was das immer noch mal genau sein soll. Nein, du droppst nur eine verlorene Seele. Schade. Oh, eine ziemliche Brechung hier. Das sieht ja cool aus. Ob ich da runterfallen will, weiß ich nicht, aber ich glaube, da unten ist was. Deswegen gucken wir einfach mal. Ah, erstmal werden wir den da noch los. So. Ah ja, da unten ist unser Händler. Des Vertrauens. Können wir bei dir was verkaufen? Verkaufsmodus, so. Ja, Rüstung können wir. Leichte Steinweste mal verkaufen und wir haben einen warmen Pullover. Der ist verteidigungsmäßig und glücksmäßig etwas besser, aber dabei weniger Regeneration. Behalten wir mal, können wir uns überlegen. Ringe, der ist nur 50 wert, der kann also mal weg. Der kann auch weg. Und der da, Goldtrop. Goldtrop brauchen wir nicht so unbedingt. Und hier haben wir auch was Neues. Hartes Metall. Können wir auch verkaufen. Okay. Ein gehärtetes Stück Stahl von einer mächtigen Waffe. Wahrscheinlich die Waffe von den... von diesen Riesenminotauren da. Und hier geht's durch. Hier sind wieder Hoppelhasen. Die haben sich wohl hier drin verirrt. Und da ist wieder so ein schicker Aufzug nach oben. Den nehmen wir doch gleich mal. So. Und dann wieder raus da. Noch mehr Gegner vermöbeln. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass da unten noch was ist. Da hinten in dem Eck, wo der Aufzug nicht hinfährt. Gucken wir gleich noch mal runter. Obwohl, nee, ich sehe gerade, da ist nur noch ein Punkt auf der Karte, also haben wir hier in dem Gebiet alles. Aber wir scheinen mehr an das Lager zu kommen, weil hier überall diese Banner sind oder wie man sie auch nennen soll. Hört auf mich von hinten zu beißen, das ist unfair. So, das habt ihr nur davon. Du kannst auch noch herkommen. So. Gucken wir mal hier lang. Hier ist noch mal so ein Eisding, was wir mal auf den Boden boxen. Und gleich noch mal. So. Und hat nichts gedroppt. Was soll das hier sein? Also das sieht aus wie eine Sanduhr für mich. Müssen wir hier irgendwie warten? Ich warte jetzt hier mal ganz kurz. Da kann ich auch ein bisschen Leben regenerieren. Nö, bis jetzt passiert hier nichts. Knien vielleicht? Da ist auf jeden Fall so eine Art Sonnenstrahl. Draufschlagen bringt auch nichts, hä? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Da scheint nämlich noch ein Secret zu sein. Das können wir uns nachher nochmal angucken auf dem Rückweg oder wenn wir nochmal hier vorbeikommen. Merken wir uns einfach, dass da ein Secret ist. Verprügeln wir erstmal lieber die Gegner hier. Na komm. So, weg mit dir. Und dann geht's hier oben weiter, oder? Yep, hier kommen wir mal wieder nur mit unserem Double Jump hoch. Wow. Da wollte ich eigentlich noch nicht hoch. Sieht toll aus. Safe Point, sehr schön. Und Lawine. Da. Jetzt sterben in der Lawine. Wenn das gemein ist. Und nächste Lawine. Ja, mit der
Weil schlecht, das mit den Lawinen rauszuhaben. Soll die nicht so laut sagen, jetzt kommt nämlich gleich die nächste und erschlägt mich. So. Okay, hier oben ist eine Truhe. Die öffnen wir mal. Runter, hoch, links. Hopp. Und da ist ein Bauplan drin. Was für einen haben wir diesmal? Wieder ein Anhänger der Sümpfe. Mit dem fehlt uns aber immer noch das Material, oder? Yep. Neuen Ring haben wir kein... Oh, doch, den da. Aber was, dafür braucht man Schrott? Okay. Dafür braucht man Schrott für den Ring. Aber der ist schlechter als den, den ich zurzeit angelegt habe. Okay. Dann gucken wir doch lieber mal hier lang weiter. Wieder eine Mu. Au. Mumu. Ja, der erinnert mich voll irgendwie an Tauchen. Au. Das war jetzt links von dir. So. Ja, genau. Du hast solches Metall bei dir. Sehr schön. Ein Schlüssel. Da kommen wir so nicht dran. Vielleicht so? Ja, genau. Da bricht das hier weg. Und die Häschen fallen auch nach unten. So, hier hoch. Und Gegner. So, ein bisschen Flammensäule. So. Na komm, du auch noch. Und noch eine Truhe. Hoch. Und oben. Ups, falsch. Nochmal. Hoch. So. Und noch ein Bauplan. Was ist das denn? Also ein Teleportstein. Und was für einen Bauplan haben wir da? Ne, hier interessiert mich das Zeug gar nicht. Ich wollte Bauplan gucken. Es sah aus, als ob er hier dazu gehört. Eine Eisklinge. Die ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir jetzt haben. Dafür brauchen wir aber auch noch 4 von diesen Dingern. Na gut, Gold haben wir genug. Kaufen wir einfach mal 3 Stück. Jetzt hat sie nur noch einen davon. Und dann bauen wir die einfach mal, weil so Metallteil haben wir um verlorene Seelen. Und rüsten das gleich mal aus. So. Dann weiter nach oben, würde ich sagen. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Außer die paar Gegner. So, einfach mal durch mit Bolzen. So, Flammensäule des Todes. Levelaufstieg, eine Spektralwestenbauplan. Charakterlevelaufstieg. Verteidigung. So. Ihr Wölfe seid gemein. Bist du tot schon? Ja, du bist tot. So, und dann mal weiter nach oben. Ach, mal wieder Bomben. Oh, schnell weg. Bevor die uns in die Luft jagen. Da müssen wir wohl hier wieder das Eis wegbrechen. Hm? Jupp. Und hoch. Und nächstes Gebiet. Oh, wieder so einer. Oder eine. Wieder kein Eissplitter. Aua. Dafür kommen die Eissplitter von der Decke, die Eiszapfen. Okay. Ah, Luftkampf. Ah, das ist nicht so gut, dass sie jetzt da hinten abhaut. Ist sie weg? Nein, sie ist nicht weg. Das ist nicht so toll, dass sie nicht weg ist. So, nehmen wir einfach die nächste Plattform, die da kommt. Und machen sie kaputt. Komm her, ich will den Splitter. Ich brauche den nämlich auch noch für meine Weste. Ja, also für meine Rüstung. Jetzt müssen wir wohl hier hochfahren, ne?
Oder geht's dabei? Mist, da ist ein. Okay, da ist auch ein Schlüssel. Gucken wir, holen wir uns erstmal den Schlüssel da. Jupp. Das war nur ein Schlüssel. Also denke ich mal, dass es da drüben weitergeht. Das war gut getimed. Das war einfach nur Glück, dass ich nicht in den Stacheln gelandet bin. So, noch ein Schlüssel. Dann geht es wohl hier nach oben, nicht in die Stacheln. Da geht es wohl weiter, aber hier scheinen wir auch noch zu einem Secret zu kommen. So. Ja. Und hier ist nichts. Ich glaube, ich bin gerade an dem Secret vorbeigefahren. Vorsichtig. Gemeine Stelle. Ja, nicht in die Stacheln fallen. Dann fahren wir einfach mal auf der Seite nach oben, würde ich sagen. Und nehmen wir gleich den, der da hochfährt. Da sieht es nicht nach Secret aus, da sieht es nur nach Tod aus. Fahren wir nochmal hier entlang. Ja, genau, hier ist was. Ah, noch eine Truhe. So, so, so und so. Und ein neuer Anhänger. Anhänger des Kriegers. Hm. Angriff, Verteidigung, Fidget und Glück. Und zwar alles prozentual, 20%. Klingt nicht schlecht. Ich habe ja gerade eh gesagt, wir können uns auch ein bisschen Baumaterial kaufen, weil wir haben ja genug Geld. Also können wir uns jetzt hier den Anhänger machen. So. 1 Regeneration ist nämlich nicht so gut. Der hätte plus 4 Regeneration. Der macht halt alles hoch. Na, das eine, die eine Regeneration können wir uns sparen. Denke ich mal. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier den Aufzug wieder kriegen. So, haben wir gekriegt. Jetzt müssen wir zurückfahren. Und nicht in die Stacheln fallen. So, da kommt gleich wieder der nach oben. Kürzen wir hier mal ab. Fahren hier zurück. Und gucken weiter. Ich würde sagen, erstmal gucken wir nach oben. Unten geht es auch weiter, aber das sollten wir vorsichtig sein. Und hier oben ist eine Truhe und ein Rohr. Mit einer blöden Säule im Weg. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Hier scheint es weiter zu gehen. Hier ist die Bombe. Die müssen wir dann wohl nach da oben lotsen. Ja, 10 Heilung reicht auch völlig aus. So, Bombe. So, Bombe. So. Wandton. Dass wir die immer noch kriegen. Geburtstagskuchen, ganzer Haufen. Ja, macht wirklich Sinn, hier Geburtstagskuchen zu finden. So, dann wollen wir jetzt mal nach da oben gucken. Nein, da scheint auch noch was zu sein. Außer Erdbeben. Hopp. Uah. Oder ist das hier der Weg weiter?
Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass hier ist nur ein Secret oder so. Obwohl, so anstrengend wie das zu sein scheint, könnte das hier schon der Weg weiter sein. Ja, scheinbar. Ich hoffe mal, hier kann man wieder durchbrechen nach unten. Ach herrje, da muss man mit Bombe hier den Weg mit hochnehmen. Das könnte lustig werden. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis gleich.